Hallo Minecraft. Leute, hier ist Tim mit 2051 und ich bin wieder mit. Ja, du darfst was sagen. Ach so. Ja, du erteilst immer das Wort, ich komme gar nicht dazu. Maruna MC, hier. Und wir sind wieder auf dem Sky Factory Server. Wir haben ziemlich viel gemacht, oder hast da ziemlich viele Köpfe hingeplatzt, sehe ich gerade. Ah ja, ja, genau. Die haben mich aufgeregt, dass die immer irgendwo rumgelegen sind. Dachte ich, toll, hier, warte mal. Bäh. Karotten, wie eklig. Und wir waren ein bisschen aktiv seit dem letzten Mal. Ich wollte ja hier den Pulverizer bauen, habe mit dem inzwischen schon jede Menge pulverized. Hab dann drüben weitergemacht bei unserer Steinfarm. Ihr habt ja gesehen, beim letzten Mal haben wir den Blockbreaker gebaut. Der macht uns jetzt jede Menge Cobblestone. Wir haben inzwischen schon 45 Stacks. Ich würde gleich noch ein paar nehmen. Ja, ist doch kein Problem. Wir haben genug. Ich habe gar keine Pflanze. Dann habe ich einen Block Placer gebaut. Der ist auch von Open Blocks. Den kann man leider nur mit einer Redstone Clock betreiben, weil wenn man ihn sonst einschaltet, setzt er nur genau einen Stein und das war's. Der Schalter an der Uhr sagt uns ja einfach nur, jetzt ist die Uhr an, wenn ich die Uhr ausmache, dann passiert halt nichts mehr. Und dann die größte Neuerung, der Autonomous Activator. Leider braucht er inzwischen Strom. Früher hat er keinen Strom gebraucht. Da habe ich jetzt alle möglichen Stonehammer reingepackt und dann kloppt er uns die Steine einfach direkt zu Kies, ohne dass wir was machen müssen. Ich muss nur noch ein bisschen mehr Strom reinhauen. Und dann unten drunter ein Vakuumhopper, auch von Open Blocks, der leitet den Kies dann direkt in das Fass weiter. Da das wegen Ex Nihilo so ist, droppt nämlich sonst immer der Kies und wird nicht von dem Activator aufgesammelt. Ja, damit haben wir jetzt schon automatisch Kies. Das müssen wir nur noch automatisch sieben. Das ist mein nächster Auftrag, aber ich muss jetzt da hinten erstmal ein bisschen mehr Strom hinbringen. Das geht zu langsam. Ich habe da übrigens schon eine Solarzelle drauf gemacht, aber ich werde mehr bauen. Und das gehen wir jetzt gerade noch kurz an. Derzeit kann Varuna euch ja dann mal vielleicht sein Haus zeigen, was er uns gebaut hat. Das werden wir gleich noch machen. Ich bin hier gerade hinterm Haus. Achso. Weil Mephisto will ja hier eine Energieversorgung und Strom und Kabel und Scheiß legen. Es wird eng mit Redstone. Und deshalb habe ich hier schon mal noch eine zweite Etage unter das Haus gebaut. In der wir dann die ganzen Kabel verstecken können. Also es wird einfach der Versorgungskanal, den ich beim letzten Mal angesprochen habe, die Versorgungsetage, die wird hier einfach gebaut. Ich habe irgendein Level abgekriegt, was lila ist. Reinforced. Okay. Nehmen wir mal mit. So, in der Zeit baue ich uns ein Solarpanel Level 2. Die Zutaten habe ich alle schon gemacht beim letzten Mal. Einfach Spiegel, einfach drei Glas über einem Aluminium. Mehrere Spiegel, Holz, Redstone, gibt ein einfaches Solarpanel und mehrere davon mit dem Redstone Reception Coil. Ein Solarpanel Level 2. Einfach herzustellen, sehr praktisch. Hier steht schon eins, aber der Activator frisst mehr, wie es rauskommt. Also habe ich irgendwo, ich hoffe, das geht hier, einfach noch so eins dran. Und damit es auf keinen Fall Probleme mit dem Licht gibt, setze ich den Hebel einfach nach hier. Falsch. Ich glaube, irgendwas ist gerade zerbrochen. Keine Ahnung. Hast du was kaputt gemacht oder was? So, jetzt hat der Activator. Ah, das war der Hammer im Activator. So viel zu nach und nach. Gut. Der Activator macht jetzt fleißig Kies. Hat keine Energieversorgungsprobleme mehr, er lädt sich nämlich auf, das war die ganze Zeit das größte Problem. Hat ein weiteres Ding hat gereicht? Ja, eine weitere Solarzelle hat gereicht. Das ist cool. So viel frisst er jetzt auch nicht. Außerdem hatte ich ja eine erweiterte Solarzelle gebaut. Weswegen wir absolut null Redstone mehr haben. Ja, also hier unten kommt noch ein Versorgungsding über alle. Ich glaube, da oben ist wieder ein Schleim in der Monsterfalle. Oh, ich habe vergessen, das Eisen zu brennen, was ich hergestellt habe. Machen wir das mal noch. Ich brauche nämlich unbedingt mehr Eisen. Oder haben wir noch mehr Eisen? Geht weg, da blöder Enderman. Wo ist er denn hier? So. Ja, jetzt sind wir für den Haufen Zeug drin. Das darfst du einsammeln, sonst habe ich dir wieder nicht ordentlich genug sortiert. Ich habe keinen Platz. Yikes.
Machen wir gerade den Cobblestone hier rein, den holen wir gleich wieder ab. Gut, ich habe jetzt eine Solarzelle gebaut. Als nächstes Projekt würde ich natürlich gerne ein Automatik-Sieb bauen, damit wir nicht immer selber den dummen Kies zusammenklopfen müssen. Das nervt nämlich wahnsinnig. Ja, außerdem haben wir hier so ein kleines Sortierungssystem jetzt mal, wo ich die ganzen Sachen hier von den Mobs sortiert habe. Hier, ich habe hier noch einen Redstone. Das ist leider noch kein Sortierungssystem, sondern nur einfach mal sortiert. Genau, es wird, muss manuell sortiert werden, aber besser wie gar nichts. Ich schmeiß es mal oben rein, warum er sortiert. Ja, leider. Das kommt hier rein. Oh, langsam wird's mit dem Eisen. Kisten kommen da rein. Eisenblöcke. So, ich wollte jetzt aber eigentlich, warte mal, wollte ich den anderen Stein mitnehmen. Ich wollte nämlich das Häuschen noch ein bisschen weiter bauen. Mach das. Weil, ich zeige euch gleich mal, wo dann die ganzen Kisten und so hinkommen. Hier. Ja. Hier machen wir Kisten hin, da kommen Kisten hin. Also Fässer, keine Kisten. Auf der anderen Seite dasselbe Spiel. Mach nur weiter, ich habe leider Glas Slabs statt Glas Panels hergestellt. Panels könnte ich brauchen, aber Slabs nicht. Ah, shit happens. Okay. Wie immer. So, guck mal doch mal. Nicht toll. Und ich brauche das Ding auch Energie. Aber ich hatte halt noch keins. Oh ja, es braucht natürlich Energie. Sieht süß aus. Geil. Das Automatik-Sieb ist einfach das normale Sieb in der Box mit einem kleinen Männchen. Das für uns klickt wahrscheinlich. Sieht echt knuffig aus. Das ist natürlich das Energieversorgungsproblem, das nächste. Ich stelle das jetzt einfach mal aus Jux neben den Generator. Kriegt ein bisschen Energie. Nehmen wir ein bisschen Kohle, damit der Generator weiter versorgt. Wahrscheinlich muss ich da mehr Solarzellen oder sowas bauen, aber das ist ja jetzt mal nur zum Testen. Das war das und jetzt hau ich einfach mal so ein Stack Kies da rein und guck mal, was da rauskommt. Vor allem, wo es hingeht. Ah, sehr praktisch. Ja. Geile Animation, ein kleines Männchen, das für uns den Krams sieht. Werde ich mir auch gleich mal angucken. Bin aber noch beschäftigt, ich muss die Symmetrie wahren. Na, das braucht eindeutig mehr, wie dieser blöde Generator liefert. Hätten wir jetzt mehr Zeug, ja. Ich werde mich dann nächste Folge vielleicht auch ein bisschen in die Technik mit einmischen. Oh je. Und deshalb sagte ich einmischen. Kein Problem, klappt alles so. Erstmal ein Schläfchen, damit es nochmal hell wird, damit die Solarzellen noch ordentlich arbeiten. Dann produzieren die auch mehr Energie, wie hier verbraucht wird. Oh, ich sehe gerade, wir brauchen neue Hämmer. Was hier passiert? Ah. Habe ich einfach vergessen, noch einen Block zu setzen. Mal gucken, ob man das Ding einfach mit Hämmern bestücken kann. Mit so einem Hopper oder so. Ja, das müsste auf jeden Fall gehen. Einfach reinhämmern. Könnte man sogar ein Fass drüber stellen dann. Mit Hämmern drin. Die Frage, ob es schneller ging, wenn man einen anderen Hammer benutzt. Ja, wahrscheinlich. Aber so viel Eisen haben wir halt doch nicht. Ja. Irgendwas ist halt immer. Guck doch mal, was für Hammer es gibt. Ja, das ist schlecht. Ich sollte bei Ex Nihilo gucken. Holz, Stein, Eisen, Gold, der nichts aushält, und Diamant. Ich glaube, im zweiten Geschoss kriegt jeder von uns einen Abteil. Und darf das selber ausgestalten. Das
bessere Abteilung. Also bei mir ein Bett und ein Fenster. Ha? Also bei mir ein Bett und ein Fenster. Ja. Ne, die werden schon ein bisschen größer. Ja, das sieht so aus wie das Buch hier, aber das passt nicht rein. Schade. So. Sehr praktisch, das Sieb. Kann man nichts sagen. Jetzt fehlen hier noch ein paar Wände. Und dann haben wir das ja auch schon fertig. Huch! Was denn? Da gibt es ein Automatik-Sieb. Wenn man da drauf geht, dann spinnt die Anzeige ein bisschen. Autosieb 1560 irgendwas in der Box. Ah, das sind wahrscheinlich lauter Spielernamen in der Box. Auf dem Auto Hammer. So. Ob man damit den Autonomous Activator umgehen kann? Könnte sein. Könnte. Oh, da fehlt noch ein Holz. Autokompressor. Ja, man kann auch die Sachen komprimieren und dann erst klein klopfen, aber das ist meines Erachtens nach nicht so effizient. Ich habe auch mal geguckt, ich fand es auch nicht. Ich fand. Oh, toll, jetzt habe ich glaube ich den Enderman angeguckt. Wenn man das natürlich auf Massenproduktion irgendwann macht, ist es egal, aber so am Anfang komprimiert man halt 9 Steine zu einem und kriegt dann glaube ich nur 70% wieder raus oder sowas. So, oder nein, nur für 7 der Keys zum Beispiel kriegt man wieder irgendwas, obwohl 9 drin sind. Ja, Enderman hauen, indem er unter einem Baum steht, ist natürlich perfekt. Weil der kommt okay. da nicht drunter. Gut, auf jeden Fall haben wir jetzt hier ein bisschen Keys. Oh ja, die Energie ist schon wieder weg. Immerhin haben wir da allen möglichen lustigen Krams drin. Da bräuchte man eigentlich noch mal mehr Redstone. Gucken wir doch mal, ob das auch aus dem Kies rauskommt. Ich baue noch ein bisschen Holz ab, weil Holz haben wir im Moment überhaupt vernachlässigt. Also wir bekommen keine Kohle, wir bekommen kein Holz, wir kriegen gar nichts. Nein. Ah, aus Staub kommt Redstone raus. Wir kriegen Hunger. Hunger kriegt man auch so. Ah, da sehen wir übrigens ein Beispiel, aus einem Staub kommt ein Redstone raus, aber aus einem komprimierten Staub, der dann aus 9 besteht, kommen nur 7 raus. Ein bisschen was Schnecken noch. Was war das? Aus dem grünen Looting Bag, okay. Ja, interessant zu wissen, wo das euch alles herkommt. Dann werde ich für die nächste Folge auf jeden Fall mal versuchen, noch ein bisschen Redstone zu machen, dass wir hier mehr Solarzellen haben und das Ganze noch ein bisschen mehr automatisieren können. Mach das doch in der Folge. Ich habe jetzt keinen Bock, in der Folge so viel Kram zu sieben. Ne, muss ja auch nicht. Achso. Ne, muss ja nicht. Ich dachte, das hast du jetzt automatisiert. Ja, aber das werde ich bis zum nächsten Mal ein bisschen voranlaufen lassen. So, in grünen Looting Bags ist Redstone. Naja, ich habe einen Diamant gefunden und 2 Redstone. Immerhin. Können wir uns ja bald schon eine Diamantrüstung bauen. Ja, komm mal her, dann hau ich dich. Dann mach mir erst die Diamantrüstung. Ja, guten Appetit, ich esse Kuchen. Guten. So, ich hau jetzt noch das Output hier klein. Insortiert. Wir suchen, wo du das hingemacht hast. Wo sind denn die ganzen dämlichen Eimer? Da. Kein Platz mehr. Werkzeug auch nicht. Wenn kein Platz ist, dann hau ich in die. Es wird echt Zeit, dass wir hier ein bisschen vorankommen. Ja, deshalb baue ich ja auch Holz an, weil wir brauchen ja auch für die Fässer einen Haufen Holz. Oh, ich habe jede Menge Cobblestone drin, das hat mal jemand gesammelt. Das habe ich vorhin da reingelegt. Das hole ich schon irgendwann wieder ab. Ach, jetzt haben wir schon keinen Weg mehr, sich auf jeden Fall weiter mit dem Sieben. Aber wir haben schon wieder ein Emerald. Ach, krass. Die Plattform. Hier ist mein Spiel, bitte.
werde ich auf jeden Fall noch weiter bauen zwischen den Folgen und dann gucken wir mal. Ja, ich guck auch, ob ich ein bisschen Cobblestone zusammenkriege. Quatsch. Redstone und dann noch Solarzellen mache. Wie das geht, hab ich euch ja gezeigt. Da braucht er euch dann ja nicht zu beschweren, dass ich das euch nicht nochmal zeige. Das ist, glaube ich, mehr langweilig, wenn ich das immer wieder mache. Bisschen Vorbereitung muss ja auch sein. Ich glaube, ich habe keinen eigenen Hammer mehr. Nach hinten war die Hämmer eben leer und ich habe vergessen nachzufüllen. So, zwei Stacks Birkenholz und ein Stack. Oh gut, fast. Ich wollte jetzt keine Birke anpflanzen. So. Hier sind neue Hämmer drin, sehr schön. So, hier. Kiste Holz. Einfach die Kiste. Das Holz brauche ich selber noch. Ich würde ja gerne den automatischen Hammer ausprobieren, aber dafür gleich drei Diamanten benutzen. Wenn das Ding nicht funktioniert, ich weiß es nicht. Na, warum sollte der nicht funktionieren? Ja, ich weiß ja nicht, ob er wirklich genau das macht, was wir uns drunter vorstellen. Wahrscheinlich schon, also höchstwahrscheinlich, aber... Mal gucken, vielleicht haben wir nachher genug Diamanten, dass es auf die drei gar nicht mehr ankommt. Der ist ja süß. Der ist ja wirklich süß hier drin. Ja, ich sag ja, das sieht echt knuffig aus. Ah, da muss ich das einlegen. Kannst du uns noch mal ein Sieb bauen? Ein normales, gammeliges Sieb. Ich muss ja schließlich gleich noch mal selber Mist sieben. Ja. Dann brauchen wir ein paar Springs. Ich mag immer noch den Sand, die Textur von dem Sand, die mir gezeigt hast, die in deinem Texture Pack drin war. Vier Holz und zwei Sticks. Aus den Strings machen wir uns so zwei Silk Mesh. Silk Mesh miteinander. Holz an der Seite. Und zwei Füße. Und dann sollten wir vielleicht für die nächste Folge mal mit dem ganzen Sand und dem Kram so eine Mini-Tinker-Toolforge bauen. Oder schon mal vorbereiten. Für was brauchst du jetzt Sand? Sand? Ja. Zum Staub draus machen. Ach so. Ja, egal. Ich siebe den Staub, weil aus dem Staub theoretisch Redstone rauskommen sollte. Da kam er. Wo machen wir denn die Hämmerchen hin? Hier? Zu den Steinchen? Was machst du denn? Achtung! Hinter dir! Ein Mini-Zombie, der auf einem Hühnchen durch die Gegend fliegt. Immer wieder lustig. Doofes Chicken, nicht machen! Pfui, aus! So. Bei mir hat's direkt im Anschluss auch noch laut gegackert, als ob sich's beschwert. Sehr schön. Nee, es hat's gegackert, weil ich's getötet hab. Ja, trotzdem, es hat gerade gepasst. Doofes Chicken, hör aus! Aus! Bock! Ja, so, das war's jetzt von der heutigen Folge Minecraft Sky Factory mit... Ja, wie ihr seht, ich siebe den ganzen Kram noch ein bisschen manuell, während das Männchen hier rechts auch siebt, und zwar, sobald es Energie hat. Das möchte ich demnächst natürlich beschleunigen, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es hier ein bisschen vorwärts gegangen ist. Wo habe ich denn die zwei Betten ja nicht hin? Weiß ich nicht. Ach, die hast du vorhin durch den Creeper in die Luft gesprengt. Aha. Ich bin mir keiner stolz bewusst. Doch. Dann geh mal hinten in das andere Bett. Ich hab keine Lust. Es wird aber dunkel. Ist egal, Folgenende. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Minecraft. Ciao.